Herzlich willkommen zur Wochenschau Mittwoch. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, hier heute am Freitagabend. Auch wenn es richtig heiß ist draußen, viele wahrscheinlich draußen sitzen, werden wir heute trotzdem richtig in ein Thema gehen, was auch wirklich spannend ist, wo eigentlich wenig drüber geredet wird, leider, in der heutigen Fußballzeit. Und freue mich, dass Tobias Beckmann da ist. Er war ehemaliger Spieler unter anderem bei Fair, bei Dortmund 2 unter anderem. Und er hat einiges erlebt und wird uns darüber erzählen. Wir werden halt das Thema Depression und Burnout besprechen. Wirklich ein Thema, wo man halt nicht jeden Tag drüber spricht, gerne vielleicht auch. Aber auch nochmal ein erfreuliches Thema für den guten Zweck. Wie ich schon angekündigt, vielleicht bei Instagram oder so, habt ihr es gesehen, am 23.07. das Benefizspiel in Freundstadt, wo ich mit meinem Livestream vor Ort bin. Da werden wir euch einiges erzählen, wie es dazu kam. Co., freue mich, dass du da bist und wie geht's dir? Ja, schönen guten Abend. Stell mich kurz vor, Tobias Beckmann, 42 Jahre alt. Wo ich gespielt habe, hast du ja schon erwähnt. Und ja, mir geht es super zurzeit. Ja, bei dem Wetter. Ich freue mich riesig. Ja, tolles Wetter, freue mich. Am 23.07. hoffe ich, dass wir genauso gutes Wetter haben und dass ein hervorragendes Event wird. Richtig. Aber da kommen wir gleich so ein bisschen so. Wir starten so ein bisschen erstmal zu dir, zu deiner Person. Und einfach mal zu den Anfängen. Kannst du ja gerne mal mitnehmen, wie überhaupt bei dir der Fußball gestartet ist. Das ist immer so eine Frage, die ich oft gerne stelle. Ja, sehr gerne. Also gestartet bin ich hier im Ort VfB Waldrup, hatte gute Jugendarbeit, heute noch. Und bin dann von da aus nach 1. FC Recklinghausen gewechselt. Aber da war ich nicht lange und dann hat mich sofort der FC Schalke 04 geholt. Und da war ich 4 Jahre bis zur A-Jugend. Naja, dann hat der liebe Michael Skibbe mich weggeholt von Schalke 04 nach Borussia Dortmund. Und da bin ich 98 Deutscher Meister geworden. Habe auch die entscheidenden Tore gemacht. War ein tolles Erlebnis. Und dann ging es ab nach Blau-Weiß-Post Recklinghausen, Schwarz-Weiß Essen. Okay. Spielvereinigung Erkenschwick. Müsste jeder auch noch geläufig sein von früher. Im Chat wird noch geschrieben, besser als Teutonia Waldrup. Okay. Teutonia Waldrup gibt es ja auch noch, genau, richtig. Ja. Und von Spielverein Erkenschwick bin ich dann nochmal nach Borussia Dortmund gewechselt. Der Horst Köppel hat mich damals wiederentdeckt und hab mich leider das letzte Spiel bei der Spielverein Erkenschwick schwer verletzt durch einen Zweikampf und konnte da die Vorbereitung nicht intensiv mitmachen. Ja, und trotzdem habe ich immer Gas gegeben. Später bin ich nochmal zum SC Verl gegangen und da habe ich mich zweite Mal schwer verletzt. Kreuzbandriss, Knorpelschaden, Meniskusschaden. Ja, und vielleicht so nochmal eben ganz am Anfang, wo du eben gestartet bist. Wie kam es bei dir zum Fußball? Durch die Familie oder durch Freunde? Oder wie kam es bei dir dazu überhaupt? Also früher war ja Fußball, ja, eigentlich schon im Kindergarten ging es schon los. Dann ging es, ich habe auch noch Bilder, wo ich gerade mal laufen konnte, wo ich schon den Ball am Fuß hatte. Ja, danach, ich sag mal, was hat man früher gemacht? Man hat in den Pausen Fußball gespielt. Ne? Heutzutage spielen die Kinder alle mit einem iPhone oder so. Und wir haben schon Straßenfußball gespielt. Wir hatten Turniere gehabt. Ne? Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ne? Ich sag mal so, heutzutage machen die alle mit PlayStation und was weiß ich nicht für Dinger. Da machen sie ihre, ihre Games. Ja. Und wir haben sie noch auf der Straße gespielt. Ne? Also das war einfach genial. Ne? Man musste sich durchsetzen und das tat mega gut, wenn man erfolgreich sein will. Und du hast ja so ein bisschen von deiner Station eben gesprochen, Dortmund, Schalke, können wir auch nochmal gehen. Wie kam es, dass du immer so ständig dann vielleicht von A nach B dann gewechselt bist? Ja, ich sag mal so, man muss sich natürlich gucken, dass man sich sportlich weiterentwickelt. Und ich sag mal, FC Schalke 04 hat ja eine gute Jugendarbeit, auch heute noch. Sind jetzt auch wieder aufgestiegen, freue ich mich riesig. Und dann hat mich Borussia Dortmund weggeholt. Also wenn du gut spielst, dann sind ja immer Vereine interessiert an dich. Ne? Und und ich sag mal, da ist es, Fußball ist ein sehr schnelllebiges Leben, ne? Heutzutage noch schneller. Und da sind die Vereine dann auf mich aufmerksam geworden und habe mich sofort weggeholt. Hm.
Ja, wir reden ja gleich so ein bisschen über das Thema Depression, Burnout, aber in der Zeit, so speziell Jugendzeit, hast du da schon also die ersten Berührungen gehabt mit diesem Thema Druck, Stress, also Burnout und Depression kanntest du ja vielleicht noch da gar nicht oder gab es die Begriffe ja gar nicht so richtig, aber Ja. wo waren so die ersten Berührungen damit oder womit kamst du überhaupt gar nicht klar, vielleicht bei Dortmund, bei Schalke? Ja, also den Druck hattest du schon immer gehabt, weil du hast ja immer also Mitspieler, ne, die eventuell auch auf deinem Platz spielen. Und deswegen, du musst eigentlich immer Vollgas geben, ne? Und da kommen heutzutage auch nicht mehr viele mit klar, gerade im Fußball auch, ne? Ich sag mal, Robert Enke, beste Beispiel. Danach hat man noch ein, zwei Sachen gehört, aber was hat sich bis heute da getan? Ne? Ich sag mal, wir reden jetzt immer von diesen ganzen Spitzensportlern, die jetzt alle in der Bundesliga spielen und so, ne? Aber wie viele Amateure, die echt sagen, ja, ich setze alles auf eine Karte und dann kriegen sie eine schwere Verletzung und dann sind sie einfach mal weg. Und das gibt natürlich ja, Depressionen und eventuell einen Burnout. Und dann steht man da. Wer fängt einen auf? Ne? Und da finde ich, muss der Fußball auch ja, die Menschen oder die Sportler auch wieder auffangen. Und du hast ja eben davon geredet, von A nach B, habe ich ja eben gesagt, in der Jugend schon. Wie hast du das gemanagt oder wie haben deine Eltern das gemanagt in der Zeit? Das war ja auch nicht ohne, von A nach B, von der Stadt zu einer anderen Stadt zu fahren. In so einem Alter, da fehlt natürlich, oder der Ausgleich fehlt ja dann zum Teil auch. Absolut, absolut. Also ich bin super dankbar, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben, auch mich unterstützt haben. Und klar, zum Training sind natürlich immer Busse gefahren. Ne? Also Schalke und Dortmund ist jetzt bei mir nicht so weit. Ich komme ja direkt aus dem Ruhrgebiet. Und die haben uns durch eine Fahrgemeinschaft, einen Bulli, haben sie uns natürlich immer abgeholt. Und das war natürlich sensationell. Das heißt, man war trotzdem etwas länger unterwegs. Obwohl es nur 35 Kilometer nach Schalke sind, und wir sind ungefähr 20, 25 Kilometer nach Borussia Dortmund. Aber wenn du natürlich einen 7- oder 8-Sitzer hast, dann holst du ja nicht, fährst direkt nach Dortmund hin, sondern je nachdem, wo du bist, dann fährst du etwas länger. Ne? Ja, Also klar. die Fahrzeit war natürlich auf jeden Fall viel länger als der eigentliche Weg. Ja, da kommt auch schon Ihre erste Frage im Chat sogar von Pokemaster23 oder sogar zwei Fragen. Gehen wir direkt ein. Gab es im Verein keine Motivationscoaches oder Physiotherapeuten in der Zeit? Das ist ja schon ein bisschen her. Bitte nochmal, ich hab's. Gab es keine Motivationscoaches oder Physiotherapeuten während dessen, also in der Zeit, zum Beispiel Dortmund, Schalke? Also Motivationscoach und solche gab es wenig. Also eigentlich gar nicht. Das waren eigentlich immer die Trainer, die einen motiviert haben. Ne? Also du hast natürlich einen Physiotherapeuten gehabt, der natürlich dich behandelt hat und. Aber so, dass du heutzutage einen Motivationscoach hast, eventuell sogar einen Personal Trainer gleichzeitig, wo du, der mit kleinen Gruppen trainiert, das hast du wenig gehabt. Ne? Und das sollte es noch viel mehr sein im Fußball, wo du mit kleinen Gruppen trainierst. Und ich sag mal, das ist ein Personal Trainer oder ein Physiotherapeut, fünf Spieler trainiert, nicht nur körperlich, eventuell auch mental. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und weil heutzutage haben wir ja auch noch den Bereich Social Media, der dazu kommt. Ne? Ich sag mal, nicht jeder ist ja, stabil in seiner Mitte. Und dann kann natürlich auch mal ja, Nachrichten kommen, die einen mitnehmen, die natürlich im Kopf dann drin sind und du bist dann nicht frei. Ne? Richtig. Und da ist es einfach so, da muss man halt immer ja, einen Mentalcoach haben, mit dem man vielleicht auch spricht und sagt, pass auf, heute ist eine Nachricht reingekommen und das trifft mich total. Was kann ich machen? Ne? Weil man ist nicht ein Computer, wo man sagt, zack, jetzt ist er weg. Ne? Klar, natürlich. Und das ist früher, jetzt ist es vielleicht schon mal ein bisschen besser in den Zeiten im Bereich Motivationscoach und Physiotherapeuten, die gibt es auch. Da kam auch die zweite Frage direkt hinterher, was du ja schon sagtest, aber gab es in einem der Vereine in deiner Laufbahn eventuell irgendwelche besonders Momente, wo die dich besorgt haben? Also bei welchem Verein war es besonders gut, vielleicht auch? Besonders gut. Also ich hatte
sehr viele tolle Momente gehabt. Ne? Ob das also mit der psychischen Gesundheit, also da bezog sich ach, das mit der psychisch. Drauf, ja, dass mit sich da jemand drum gekümmert hat. Ja, darum gekümmert hat sich keiner. Okay, krass. Ne? Also da gab es nichts. Also ich sag mal, die Trainer haben meistens ihr Turn durchgezogen. Und wie du da psychisch drauf warst, da guckte keiner großartig nach. Ich sehe im Chat, sind so langsam einige paar mehr im Chat. Wenn ihr nicht reinschreiben könnt, könnt ihr gerne auch ein Follow lassen. Dann könnt ihr direkt reinschreiben und euren Input, eure Fragen geben. Das ist ganz kostenlos. Also für die, die vielleicht über Tobi jetzt reingekommen sind oder über andere Wege reingekommen sind, seid alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Stellt eure Fragen, ja. Dafür sind wir heute da. Und wo gehen wir weiter in diesem Bereich Depression und Burnout? Da geht es ja speziell heute auch drum und gleich aber noch eine andere Sache. Wann ist dieses Thema bei dir dann aufgetreten oder wie kannst du uns ein bisschen deine Geschichte einfach erzählen? Ja, also aufgetreten, Depression passiert natürlich schon durch schwere Verletzungen. Ne? Also ich hatte einen Kreuzbandriss, knorpelscher Meniskusschaden gehabt und das schmeißt dich einmal richtig zurück. Und ja, was macht das mit dir? Ne? Also du bist die ganze Zeit am Trainieren. Ja. Und das dauert halt, ne? Ein halbes Jahr Minimum. Heutzutage geht es vielleicht ein bisschen schneller. Ja. Und da waren so die ersten Berührungen mit durch die Verletzung speziell. Ja, richtig. Krass. Und da ist ja auch keiner, der sich irgendwie sorgt und Co. Deine Konkurrenz, sage ich jetzt mal, die Spieler sind froh vielleicht, weil du halt weg bist, so. Und oder wie war dieses Mitgefühl deiner Mannschaft dann als Beispiel? Tja, das ist eine gute Sache. Ich sag mal so, klar tut's einen leid, aber ist natürlich auch, du spielst dann halt, ne? Wenn du eine Position belegt hast und der andere kann dann spielen, ist natürlich super, dann freut der andere sich auch, ne? Klar, hat sein Kommen und Geben so ein bisschen dann. Genau, richtig, genau. Ja. Aber ich sag mal so, gerade jeder weiß das, wenn man eine schwere Verletzung hat. Das wirft erstmal eins zurück und wenn die Ärzte dann sagen, früher war es natürlich so, Kreuzbandriss war natürlich ein bisschen komplizierter, heute wird es natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Aber dann bist du erstmal so ein halbes Jahr weg gewesen, jeden Tag trainiert, aber damit du schnell fit wirst, aber das macht ja auch was mit dem Kopf. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das dauert eine Zeit, ne? Wie kommt man aus der Depression raus? Natürlich, ich sag mal so, ich habe natürlich, wusste ich schon, wie ich da rauskomme. Ne? Also gerade Momente im Wald zu gehen, am Kanal zu sitzen, wie auch immer, wo man einfach mal ein bisschen für sich sein kann, um einfach mal Ruhe zu haben und nicht diesen ganzen Stress mit, ja, ich muss trainieren und dann links, wie lange dauert das noch? Und ja, da muss man halt immer gucken, ne? Das ist nicht so einfach. Ja, da gebe ich dir recht. Erstmal kurz natürlich, moin, Klassi Aktuell, schön, dass du da bist. Und El Grande fragt dich, dadurch, dass du aus dem Ruhrpott kommst, auf welchen Verein hast du dich am meisten gefreut? Schalke oder Dortmund? Schalke oder Dortmund? Gute Frage. Also Schalke, da war es genauso familiär wie bei Borussia Dortmund. Also ich muss ja sagen, da war ja Rudi Assauer noch da und mit den Eurofightern natürlich, wie Olaf Thon, mit dem ich ja auch noch befreundet bin, Ingo Anderburge und Thomas Linke und Co. Also ganz viele, gerade die Eurofighter. Ja. Mike Büskens, der jetzt auch mit Schalke 04 aufgestiegen ist. Super Typ und sehr leidenschaftlicher Mensch. Ja, Borussia Dortmund war es genauso, ne? Also mit Borussia Dortmund, wo ich 98 da war, war Ottmar Hitzfeld, der Erfolgstrainer. Ja. Ne? Und also da war ja auch noch, ja, mit wem habe ich da gespielt? Thomas, mit Andi Müller, Stefan Kloß war noch da, Stefan Chapuisat, Kalle Riedle, die kennen ja die meisten vielleicht gar nicht mehr, ne? Ich kannte Chapuisat auch nicht, als ich im Trainingslager mal bei Paderborn war im Winter. Hieß es, oder ist Chapuisat, und ich wusste gar nicht, wer es ist, aber dann wurde ich aufgeklärt. Live Dosage, schön, dass du da bist. Moin, herzlich willkommen. Gehen wir ein bisschen zurück. Wir waren ja eben stehen geblieben bei dem, ich sag mal, ernsten Thema, was an der aktuellen Zeit gar nicht so richtig
besprochen wird, meiner Meinung nach. Wir reden über viele Themen, über, ich sag mal, Ausgrenzung etc., aber so dieses Thema Depression, dass Spieler unter Druck, diesen Druck, den sie ja eh aktuell haben oder immer mehr haben durch diese Terminverlegungen und diese ganzen Termine, Länderspielpausen, die dann noch mehr Wettbewerbe da drin haben und Co. Vielleicht können wir so ein bisschen über das Thema auch sprechen, über die Aktualität, wenn du Lust hast. Ja, klar. Und ja, du hast ja Social Media angesprochen, vielleicht können wir da ja mit direkt starten. Als Spieler ist das natürlich ja schon ein Prozess, ein neuer Weg und viel Druck. Jeden Tag kriegst du eventuell negative Nachrichten und kommst da gar nicht mit hinterher. Das nimmt einen ja auch mit. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit Leuten gemacht, die oder an die dich, oder Spieler, die sich jetzt vielleicht heutzutage an dich wenden dadurch und sagen, hier, wie kommt man damit klar? Oder wie sind deine eigenen Erfahrungen? Hast du auch vielleicht solche Erfahrungen gemacht? Naja, ich sag mal so, ist ja klar, ich sag mal, wenn du jetzt natürlich in den Medien aktiv bist, spielst vielleicht bei Borussia Dortmund und hast mal vielleicht ein Scheißspiel gemacht, dass dann vielleicht auch mal Kommentare kommen, wie kannst du nur so gespielt haben? Oder ich will jetzt die ganzen Wörter alle nicht sagen. Ja. Ich glaube, wenn man sich den Chat als Spieler durchliest oder was so reingeschrieben wird, kann ich mir vorstellen, dass das was mit einem macht. Deswegen würde ich sagen, dass man eher wenig reinschaut, weil jeder gibt einfach einen Kommentar ab und macht sich gar nicht bewusst, was kann ich eigentlich damit machen, mit einer negativen Bewertung, die vielleicht auch mal unter die Gürtellinie geht. Und da muss man einfach, ich sag mal, ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Und also wenn ich das jetzt lesen würde, also ich muss ganz ehrlich sagen, das nimmst du schon mit. Ja. Ne? Deswegen versuche ich auch zu gucken, dass nur positive Nachrichten drinstehen, negative versuche ich zu löschen. Weil ich finde, man kann schnell was schreiben und das nimmt einen Menschen mit. Wir sind alle Menschen, wir sind keine Maschinen und jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Auf jeden Fall. Und das darf man nicht vergessen. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, ich habe mal eine Phase, die geht so, da geht alles so automatisch. Und es gibt Phasen, da klappt dir nichts. Da bist du alleine vorm Tor und das Ding geht noch daneben. Ja. Und das sind alles nur Menschen. Und ich sag mal, wenn man da selber mal gespielt hat, dann weiß man, von was man redet. Ne? Das hat jeder gehabt. Ja, und dadurch, dass du selbst gespielt hast, ist es vielleicht auch so bei vielen Spielern, dass sie Momente haben und Co. und sich das eher reinfressen dann, würde ich sagen, um halt vielleicht nicht dann zweite Garde zu werden oder keine Ahnung. Und einfach krank auch spielen eventuell, wo wir das gar nicht sehen, weil er das Schauspiel so richtig gut macht. Ja, das ist schon, also ich sag mal, es gibt Sachen, gerade so als Spieler, ich sag mal, Robert Enke hat es ja keiner angemerkt, großartig. Ja, ne? Richtig. Und das ist das Tückische einfach, weil ihr schaut vor einem Menschen, der lacht, ne? Aber was in seinem Kopf vorgeht, das sieht keiner von uns. Richtig. Ne? Und gerade wenn man dann noch Druck hat, vielleicht auch noch Privatprobleme gerade hat, dann ist das einfach manchmal zu viel. Ja, und wie kommt man dann raus? Wenn man dann keinen an der Seite hat, mit dem man darüber reden kann, sich öffnen kann, dann ist das sehr, sehr schwierig. Ne? Ja, da hast du recht. Und das ist halt so ein Spiegel. Und wenn wir uns angucken, je mehr, oder es wird ja auch immer enger einfach, diese ganzen Termine, das kriegt man ja auch irgendwann gar nicht mehr hin. Ein Spieler ist ja eigentlich gewohnt, in einer Woche ein Spiel zu spielen. Und deine Gewöhnung, dieses Umgewöhnen, ist dauert. Und wie siehst du das? Also diese ganzen Terminierungen, ist das schädlich oder kann das ein Spieler? Hättest du das auch gekonnt, so am Stück? So viel wirklich. Es ist natürlich, so ein Privatleben ist dann sehr schwierig, ne? Weil du ja schon dann immer unterwegs bist, ne? Als Profispieler. Ne? Da bist du ja echt schon immer unterwegs und gerade die englischen Wochen seht ihr ja selber. Ne? Das heißt, du bist ein, zwei Nächte da, dann geht's schon wieder weiter mit dem Bus oder mit dem Flugzeug und dann spielst du wieder da, kommst wieder zurück, dann hast du Training und dann wieder geht's kurz nach Hause. Das ist schon ein sehr umfangreiches Leben, ne? Das ist nicht so, ich sag mal, wie die meisten, gehen zum Training, gehen dann nach Hause. Ne? Also
du fliegst ja dann vielleicht, weiß ich nicht, nach Spanien hin oder nach München und so. Hast dann das Spiel, dann wieder Champions League Spiel. Also du bist schon die ganze Zeit unterwegs, ne? Hm. Ja, das ist auf jeden Fall hart und jedes Mal Umgewöhnung und dann frisst du es halt auch rein, was halt dann auch wirklich nicht gesund ist am Ende. Und nimmst ja. dann halt irgendwelche anderen Substanzen vielleicht, gut, obwohl das ist schon wieder schwerer und das ist halt nachprüfbar eventuell. Aber es ja. ist halt, es ist halt schwer, wenn du halt zu Hause, wie du schon sagst, privates Leben, darüber denkt eigentlich kein Fan, dass halt ein Spieler auch vielleicht einen Sohn, eine Tochter hat zu Hause, eine schwer kranke Mutter oder Familienteil oder irgendwas, was auch viel Arbeit kostet. Da denkt ja. halt keiner. Und gehen wir aber jetzt auch ein bisschen wieder weg vom Thema, weil hier Pokémon so eine Frage an dich gestellt hat. Kannst du kurz erklären, wie du das U19-Finale um die deutsche Meisterschaft für den BVB gegen Bayern München erlebt hast? Tja, das war für mich, ja, sensationell, Weltklasse. Also ich habe natürlich in der 93. Spielminute mit einem Kopfballtor das Ausgleich geschossen oder geköpft. Eher gesagt, und das war einfach phänomenal, weil man muss sich vorstellen, dass gerade in der Zeit ganz viele Fans schon wieder Richtung Ausgang gegangen sind und wo sie natürlich gehört haben, boom, Dortmund hat ein Tor geschossen, ja, ja, da sind die alle wieder reingestürmt. Ja, klar, da musst du ja 19 gewesen sein, oder? Schrieb hier der Pokemaster. Bitte? Da musst du ja 19 gewesen sein. Genau, richtig, ja. Und da waren 15.000 Zuschauer da und das war schon echt mega genial. Da hast du noch keine Downphase gehabt, schreibt Pokemaster. Nein. Ja. Und wie ist es so, wenn man dann wirklich in so einem Jugendverein ist, so einem großen Verein, wie hat dann so deine Umgebung das wahrgenommen? Also vielleicht das auch mal in der Zeit. Jetzt heute ist es ja so, du kannst jeden mitnehmen, so durch Social Media zeigen, ich bin da und da. Ich spiele jetzt Europa League und Co. Aber wie war das so? War dann auf einmal auch, wie man so sagt, auf einmal nicht falsche Freunde, aber so dieses Thema, auf einmal kommen alle aus der Ecke, weil du auf einmal bei Dortmund Schalke spielst und nicht mehr bei Schwarz-Weiß genau. Essen oder sowas. Das ist natürlich klar. Dann kommen natürlich alle an. Mhm. Ich kenne sie auf einmal alle. Und ja, ich sag mal, früher waren mehr die Zeitungen und ich sag mal der Kicker und so und der Reviersport. Die waren natürlich sehr aktiv. Ja. Das hast du heute durch den Social Media natürlich. Ne? Genau. Social Media hat jeder macht mit seinem Handy ein Foto oder ein Video und schon hat das die ganze Welt. Ja, so ist das. Ja. Halt diese moderne Welt. Ja, ich würde so ein bisschen schon direkt eingehen, oder wenn du Lust hast, weil halt ich denke, viele auch draußen und rausgehen wollen, machen wir es heute, glaube ich, auch ein bisschen generell kürzer, weil es halt richtig schönes Wetter ist. Aber wir reden jetzt über eine schöne Sache, Chat. Seid gespannt, jetzt speziell. Wir haben schon am Mittwoch beim Moritz Rissou schon ein bisschen drüber geredet, also könnt ihr auch da mal nochmal reinschauen. Bei YouTube oder Spotify unter anderem. Aber wir reden über eine Sache, aber Tobi kann uns ein bisschen erklären, wie wir uns beide überhaupt kennengelernt haben. Tja, wir haben uns kennengelernt, Adrian. Wir haben uns bei Benjamin Berg auf dem Workshop kennengelernt. Und der gute Benjamin spielt ja auch mit am 23.07. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und hatten uns auch kurz schon ausgetauscht. Und dann hatte ich vom Benni noch auf einmal eine Sprachnachricht bekommen. Du, vernetz dich doch mal mit den Adrian. Aber da hatte ich schon Kontakt mit den Adrian. So sieht's aus. Ich bin immer schnell. Genau, richtig, ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, Adrian und ich. Und ja, und dann, ich sag mal, Becks und Nagel for Kids, die haben ja, sind gerade im Aufbau. Und der liebe Adrian ist natürlich im Bereich Social Media, gerade Livestream und mit seinen Talkrunden schon bekannt. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, so kannst du dir das vorstellen, uns da die Lives zu drehen und sowas und zukünftig mit uns zu arbeiten. Und der Adrian hat sofort gesagt, ja, yes. Ich bin dabei und klar. Da freue ich mich riesig. Weil man auch weiß, krass werden wird, aber da kommen wir gleich zu sagen. Aber was ist Becks und Nagel for Kids? Du hast eben Becks und Nagel for Kids gesagt. Ihr seht auch unten im Chat das Symbol und auch so ein QR-Code. Kannst du uns erklären, was Becks und Nagel
Kids ist und was genau. Dieser QR-Code aus sich hat. Genau. Bex ist mein Spitzname. Mhm. Also ich wurde gerade vom Fußball immer Bex genannt. Kurz besser als Beckmann. Das ging immer schneller, Bex. Ne? Also auch gerade Leonardo Dede konnte Bex besser sprechen als Beckmann. Mhm. Sie haben auch mal Beckham gesagt, aber irgendwann hat sich Bex natürlich eingefleischt. Und ja, dadurch ist einmal Bex natürlich und Herr Nagel, mit denen ich irgendwann mal vor 20 Jahren ein Benefitspiel mitgemacht haben und wir immer noch Kontakt haben oder hatten bis heute oder haben immer noch. Und auf jeden Fall kam es so, dass wir irgendwann mal was zusammen gestartet haben vor 2 Jahren. Und ja, und da war das so gewesen, dass wir innerhalb von 100 Tagen 15.000 Euro generiert haben und das wohltätige Organisation zugeführt haben, das Geld. Ja, und dadurch ist das entstanden, Bex & Nagel for Kids, wo uns auch ein bisschen Kinderlachen uns unterstützt hat. Ja, und so sind wir heute am 23.07. das größte Benefitspiel, das wir... Wie kommt es dazu? Also wie kam es bei dir dazu speziell? Also aus welchem Grund sagst du, man muss sich auch einsetzen für Kinder, auch als ehemaliger Fußballer, generell vielleicht auch aufblickend auf die aktuellen Fußballer? Auch einige machen es, aber wenige trotzdem auch nicht. Ja, also es war so gewesen, dass ich ein 3-jähriges Kind kennengelernt habe, das krebskrank war. Und da dachte ich ja, was kann man da machen? Mhm. Und ja, habe dann eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Und natürlich kann man bei einer Facebook-Gruppe nicht 24 Stunden immer sehen, was da jemand macht, weil man ja noch arbeiten muss. Und habe das dann mit Herrn Nagel angesprochen, ja, ob er sich das vorstellen kann. Ja, und dann sagte Carsten sofort, ja klar, lass uns doch noch größer machen. Lass uns noch das machen, das machen, das machen. Und ja, so ist das dann entstanden. Hm. Ja, cool. Ja. Und ja, Bex & Nagel for Kids, da haben wir drüber jetzt geredet. Der QR-Code ist der Spendenlink-Chat. Genau. Also ihr könnt auch Ausrufezeichen. Genau. Ich kann es ja mal reinhauen. Der QR-Code, da könnt ihr alle Geld spenden. Das ist das PayPal-Konto. Und natürlich haben wir auch noch ein ganz normales Konto bei der Volksbank Dortmund. Und da könnt ihr genauso spenden. Und ich sage immer, jeder hat 2-3 Euro über und die kann er auch spenden. Wenn einer sagt, ich möchte mehr spenden, sehr, sehr gerne. Und ja, oder ihr seid auf unserer Internetseite oder bei Facebook. Und könnt natürlich da gewisse Accessoires, Trikots von Prominenten ersteigern. Ich habe den Spendenlink, muss ich noch einfügen. Irgendwie ist er weggekommen. Okay. Aber das wird auch noch nachgeholt, weil der Spendenlink zum Teil auch am 23.07. findet halt das angesprochene Event statt, wo ich auch vor Ort bin, mit dem Livestream auf ca. 15 Uhr. Mit der Wochenschau Mittwoch, wo ich euch mitnehme, Chat. Also ihr könnt euch richtig freuen, da wird es richtig krass, ich freue mich jetzt schon. Da werden ganz viele Legenden sein, da kann uns Tobi gleich ein bisschen was erzählen. Ich kann euch ein bisschen noch weiter erzählen, was ich vorhab. Wir werden ein bisschen was vom Spiel zeigen, wir werden aber auch so ein bisschen den Rasen und Reporter spielen, mal zwischen A nach B gehen, zu den prominenten Spielern, aber auch durchs Publikum, aber auch mal vielleicht in die Kabine, also mal wirklich alles rundum, was man eigentlich so bei einem normalen Bundesligaspiel wahrscheinlich eher nicht so hat. Und ja, Tobi kann uns erzählen, was generell da abläuft und was ansteht und wer alles kommt eventuell auch. Also, Rahmenprogramm wird folgendermaßen aussehen, dass es so ab 16 Uhr losgehen wird mit Sängern. Steffi Bakal wird singen, die auch bei The Voice dabei war, also Mark Forster. Ja, der Mark Forster wird vielleicht auch noch kommen. Das steht noch mit Fragezeichen. Ja, ansonsten wird der liebe Benjamin Berg einmal ein 10- bis 15-minütiges Motivationsprogramm starten. Ja. Und ja, dann geht's auch schon mit den Spielen los. Wir werden mal 3 Mannschaften haben, wo jeder gegen jeden spielen wird. Ja, ich freue mich riesig, dass in der Halbzeit dann der liebe Carsten Stahl eine, 50-minütige Ansprache hält. Da können wir ganz kurz mal stoppen, weil Carsten Stahl, sagst du ja, da ist ja auch eventuell was Chat. Es ist noch nicht ganz genau. So, es ist eigentlich fix, aber wir wissen noch nicht ganz 100%, ob der Termin steht. Nächsten Mittwoch kommt Carsten Stahl in die Wochenschau am Mittwoch einfach. Das ist krass. Wir werden so ein bisschen über den Fußball speziell reden, mal mit Carsten Stahl aus seiner Perspektive darüber reden.
Was er sieht, die Schwachstellen eventuell, warum Fußballspieler nicht ihre, ich sag mal, Münder manchmal aufmachen und verschiedene Fälle bearbeiten. Da könnt ihr gespannt sein, könnt ihr euch eintragen, ist aber noch nicht ganz fix, aber ja, ein bisschen spoilern kann man ja immer. Und ja, geh weiter, den Weg, Wir den halten Lebensweg. natürlich die Spannung. Also ich Ja. bin im Austausch mit den lieben Carsten und ihr werdet da auf jeden Fall, wenn das am 22.06. klappt, kurzfristig auf unsere Social Media Kanäle, ne, also bei der Wochenshow, bei dem lieben Adrian oder bei meinem Instagram und Facebook, Tobias Beckmann, könnt ihr natürlich das verfolgen, ob das auch dann stattfindet am 22.06. mit Carsten Stahl. Yes, wir sind gespannt. Ja, und du wolltest eben weiterfolgen, als ich dich bei Genau, Carsten startete auch noch. dann werden noch in der Halbzeit noch mal ein, zwei Sänger auftreten und ja, zum Abend hin wird dann natürlich einmal, also nicht zum Abend hin, also nach dem Spielen werden einige prominente Trikots versteigert, die echt, echt Sahnestücke sind, sage ich euch jetzt schon, Sahnestücke. Es wird auch ein Stehtisch versteigert, wo alle Prominenten an diesem Tag unterschreiben werden. Den werden die auch versteigern. Ich möchte auch gleichzeitig mal für euch aufmerksam machen, es sind noch 7 Tage. Auf United Charity könnt ihr von Jürgen Klopp einen Strandkorb, Krass. der signiert worden ist, könnt ihr mit ersteigern. Das Mindestgebot ist schon überschritten. Wir liegen gerade bei 2.500 €. Aber guckt einfach mal rein, schaut einfach mal. Und ja, genauso wird auch von Ralf Möller was kommen. Von FC Bayern München kommt auch was Schönes. Ja, einfach mal reingucken, zwischendurch mal bei Bex und Nagel for Kids. Und ja, und wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt was ersteigern, dann dürft ihr auch so spenden. Yes. Und wir werden auch noch eine coole Aktion machen. Beim Livestream wird es auch wahrscheinlich noch was Cooles geben, Chat. Genau, Ein, zwei beim Sachen gucken wir Livestream. mal. Wir werden uns auch noch ein bisschen Genau. Gedanken machen, dass ihr dann auch Beim Live, aktiv. ja, beim Livestream wird es sein, da könnt ihr euch jetzt schon, habe ich noch eine Überraschung für euch. Yes. Das weiß auch Adel. Weiß der Adel denn auch noch nicht. Ja, super. Überraschung. Eigentlich sage ich keine Überraschung, das ist das Schlimmste, war. Aber dieser Tag oder dieses Wochenende wird eh Überraschung pur werden, was da alles passieren wird. Wird krass sein. Einfach für mich allein schon freitags hin mit allen Spielern oder Trainern, ehemaligen Legenden zusammen mal an einem Tisch zu sitzen und einfach mal sich zu unterhalten, wird eh schon krass sein für mich. Ob man den Tag am Samstag dann überhaupt schafft, ist dann die andere Sache, wenn man so viel Energie dann hat schon. Aber nein, Spaß. Ich freue mich sehr drauf, auf einfach so einen guten Zweck auch zu unterstützen, darauf aufmerksam zu machen. Das ist das Wichtige. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Du hast ja gesagt, du hast ja eben schon ein bisschen gesagt, wer dabei ist. Hast du nicht gesagt, oder? Nee, du hast nicht gesagt, wer so an Nein. Spielern dabei ist gerade. Ich habe erstmal gesagt, das Rahmenprogramm, das Ja. Rahmenprogramm. Also abends wird natürlich dann auch so eine, ich sag mal, Aftershow-Party oder eine nette Runde sein. Und ja, wem fangen wir mal an? Wo fange ich denn an? Wo höre ich denn auf? Wir haben mal so viele Spieler bis jetzt dabei. Von, ich sag mal, Jean-Marie Pfaff. FC Bayern München schickt die zweite Mannschaft plus Thomas Linke, Giovanni Elber. Und noch Michael Sternkopf ist dabei. Es wird der BVB-Busfahrer dabei sein. Leonardo Didier wird dabei sein. Also, boah, wer ist denn alles dabei? Ich habe jetzt die Carsten ganze Liste Stahl haben wir gerade. eben schon gesagt. Wo und Carsten wo? Stahl, Ach genau. so, wo und Carsten wann Stahl. findet das nochmal statt, Bitte? Pokemaster? Das wird in Freudenstadt stattfinden, also bei Baden-Baden, in Baden-Badener Raum da hinten, Im am Schwarzwald, genau. 23.07., genau, ab 16 Uhr. Außer du wohnst wirklich am Ende der Welt, kannst natürlich hier im Livestream das dann auch schauen und gespannt sein, was hier alles passieren wird. Aber in Freudenstadt, genau. Ich kannte auch Freudenstadt vorher noch nicht, deshalb ist so in diesem, ja, im Süden auf jeden Fall. Dede Olé, schreibt El Grande. Genau, ja, wir waren eben bei den Spielern, du hast, glaube ich, vergessen, aber da kam ich eher drauf, so ein bisschen auf Influencer. Da sind, oder auch in diesem Markt, haben wir auf jeden Fall auch ein paar Gäste gewonnen, die vielleicht hier ehemalige Gäste waren, unter anderem die Pöhlers von Dortmund, der war zum Beispiel ja vor einigen Monaten bei mir. Henoch Förster vom Boyspaskind hat auch zugesagt, auch cool, freue ich mich auch mal, ihn persönlich jetzt zu treffen nach langer Zeit. Schon zwei, dreimal war er bei uns schon. Und ja, es kommt ja, glaube ich, boah, was habt ihr gesagt? Wer kommt noch alles so?
Auf jeden Fall richtig, richtige Kapelle. Ja, also richtig, richtig. Es kommen einige Kracher noch. Moïse Tsou kommt auch auf jeden Fall noch, der ja am Mittwoch bei mir war. Genau, Mo Idrissou kommt dazu. Es kommt Thomas, Toni Sailer von St. Pauli, Christopher Weber. Und ja, wir werden jetzt mal die nächsten Tage auch ein bisschen mehr lüften, wer noch alles kommen wird. Ja, also es kommen noch einige gute Spiele. Icke Hessler kommt wahrscheinlich, Annie Brehme, Guido Buchwald. Ja, wen haben wir denn noch? Benjamin Burke kommt, spielt natürlich auch bei uns mit. Boah, das sind ja echt einige. Ich muss Ja. gerade überlegen, wer ist denn da noch so alles dabei? Der. Also Michael Sternkopf hatte ich ja schon gesagt gehabt. Ja, wir sind noch gerade so an ein, zwei Ganz großen. hochkarätige große noch dran. Da kriegen wir aber noch kurze Zusage. Es wird auch ein Überraschungsgast kommen, den ich aber nicht nennen darf. Und der ist Weltklasse, Weltklasse. Ich sag nur, die standen im Endspiel Champions League. Aber ich habe Mehr auch noch nicht. einen großen Influencer ans Boot vielleicht geholt. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Rückmeldung gab. Bin ich auch gespannt schon. Aber vielleicht kommt der auch, den jeder aus dem Fernsehen kennt. Oder viele aus der, ich sag mal, aus dieser, ja, aus diesen ganzen Sendungen, die man bei RTL und Co. auch mal sehen kann. Ich weiß nicht, ob da schon eine Meldung kam. Wer veranstaltet das? Becks und Nagel for Kids unter anderem. Aber du kannst noch ein bisschen erzählen. Das ist ein Freudenstadt, der Verein, also kannst da ja ein bisschen nochmal da drumherum, was ist, an wen geht es nochmal Genau. speziell, an was? Also Freudenstadt hat ein Jubiläum und der liebe Marco Latorno, der auch für Becks und Nagel ja, Repräsentant ist, der uns unterstützt, der uns leidenschaftlich unterstützt, hat gesagt, pass auf, ich würde gerne da so ein Event machen. Würdet ihr, ihr seid natürlich der größte, ich sag mal, Organisation und wir haben da noch zwei, drei, vier weitere, die dabei sind. Und da habe ich gesagt, ja, klar, sind wir sofort dabei, Marco, freuen uns riesig und wir unterstützen dich, wo wir können. Ja, und der liebe Marco hat das natürlich letztes, nee, wann war das? Vor, doch, letztes Jahr war das gewesen in auch dort unten. Da hat er schon mal einen für Benny, Marcel und Benny ein Spiel gemacht. Und da war, das war so gut, ist so gut angekommen. Ja, und dieses Jahr wird es natürlich noch wesentlich Größer. größer. Krass. Ja, größer wird es ja generell. Also wir, das ist ja nicht das letzte Projekt, was wir zusammen betreuen oder was ich wahrscheinlich mit dabei bin, so wie ich erfahren habe. Da ist ja auch einiges noch geplant, oder? Genau, also nächstes Jahr, wir haben geplant, für nächstes Jahr eins im Ruhrgebiet zu machen. Ein Event, mal gucken, wo, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht Rot-Weiß Essen das Stadion oder vielleicht auch in Dortmund. Lasst euch auch überraschen, einfach immer schauen bei Becks und Nagel for Kids. Dann natürlich mal in Berlin oder in München. Ja, deswegen, gerade wir sind fußballlastig und Fußball verbindet und Richtig. jeder Fan, ja, man kann viele Fans abholen, man kann viele Spieler abholen und wenn die sich alle zusammenschließen, dann können wir was Großes bewegen und das wollen wir. El Granis schreibt, wird das Spiel bei irgendwo übertragen? Ein Teil auf jeden Fall auch bei mir im Stream, wenn das alles klappt mit der Verbindung dann natürlich auch. Wie gesagt, ich werde aber auch ein bisschen einfach mal an die Kabine gehen. Ich darf alles machen, so wie ich es gehört habe. Also auf den Platz nicht Also gehen, genau, ich kann aber das mal kurz abkürzen. ja. Den Adrian hat von mir die Genehmigung bekommen. Natürlich immer, wo ich auch heute ein bisschen dabei bin, da er überall reingehen darf. Yes. Ne? Das wird spannend. Genau, und da wird es natürlich mal hinter die Kulissen, darf der Adrian reingehen und mal ein paar Sachen filmen, Interviews machen und ja, deswegen könnt gespannt sein, was da Yes. alles kommen wird. Ja, Ne? aber das Spiel wird ja sonst nicht irgendwo übertragen, oder? Ja, es steht noch in Sternen. Es kann Ja. sein, dass Sport 1 das Spiel überträgt. Das kriegen wir aber kurzfristig erst Bescheid. Yes. Aber wie gesagt, ein Ne? paar Ausschnitte werdet ihr auf jeden Fall hier erleben oder andere geile Momente. Das wird schon krass werden, glaube ich. Und ich werde auch Genau. mal durchs Publikum einfach laufen und Leute mal ansprechen, fragen und mich mit denen unterhalten. Für mich auch ein ganz neue ganz neues Erlebnis, weil ich sonst ja hier sitze, wie jetzt mit Tobi, aber hier dann auch mal vor Ort.
Wir haben eben über die neuen Projekte geredet, aber so generell die Wichtigkeit von solchen Sachen zum Beispiel auch vielleicht dann vergleichen zum Fußball, Fußballvereine. Wie siehst du das so? Machen Fußballvereine genug oder wie ist der Einsatz von Fußballvereinen heutzutage? Weil du hast ja eine Organisation, du bist im Austausch dann mit vielen Vereinen. Also ich finde, dass einfach im Fußball noch ein bisschen mehr gemacht werden darf. Ich sag mal auch nicht nur die NLZ-Mannschaften, sondern es gibt auch noch ganz diese ganzen kleinen Vereine, ne, die gerade alle zu kämpfen haben. Und ich finde ganz einfach, dass man da sagen kann, zum Beispiel Tore, die nicht mehr benötigt werden oder die noch in Ordnung sind, dass man solche Sachen an kleine Vereine weitergibt, ne? Also die großen Vereine, ich sag mal, die dürfen ruhig die kleinen Vereine ein bisschen mehr unterstützen, weil daher kommen auch viele Spieler. Ne, man darf nicht vergessen, eine NLZ-Mannschaft, ja, wir haben einige, aber davon kommen die ganzen Spieler nicht her. Die Spieler kommen auch von, ich sag mal, VfB Waldhof oder SC Verl oder irgendwoher auch von kleinen Vereinen. Ne, und diese kleinen Vereine sind ganz, ganz wichtig, dass dieses System, also vom Fußball, alles läuft. Ne? Und da dürfte man auch gerne mal ein bisschen mehr die kleinen Vereine unterstützen. Yes. Ihr habt die Möglichkeit natürlich eure Fragen noch zu stellen an Tobi oder an mich zum Event generell auch nochmal Fragen zu stellen. Ich kann vielleicht auch nochmal ein bisschen spoilern oder erzählen im Vorfeld. Wie gesagt, wir wollen halt auf dieses Benefizspiel. Man will halt Reichweite, also Reichweite heißt also auch aufmerksam machen für solche Sachen. Und deshalb werde ich auch im Vorfeld noch einige Talks haben, wie zum Beispiel mit Henno Förster von Bolzplatz Kind, mit dem ich vorhin geschrieben oder heute geschrieben habe. Dann der Pöhlers wird auch nochmal mit mir einen Talk haben. Wir werden über den BVB reden und mit Henno Förster aber ein bisschen über die WM auch. Dann hat ja, wie gesagt, Carsten Stahl, das steht halt noch nicht ganz 100% fest, aber eventuell Mittwoch nächste Woche. Dann kommt in der Woche darauf, auch ich kannte ihn noch nicht, aber ich habe ihn jetzt recherchiert, Michael Boutray, eine Wolfsburg-Legende, wird erscheinen am 29. um 20 Uhr, also auch Mittwoch hier. Der übrigens auch bei Becks und Nagel for Kids dabei ist. Ja, also der unterstützt es genauso und mal gespannt, eventuell sogar der Mo. Vielleicht kommt der Mo auch noch zu uns. Das werden wir sehen. Deswegen habe ich ja gesagt, Fußballer möchte ich gerne verbinden, Richtig. möchte was, ne? Der Ball ist rund und deswegen sage ich immer, ja, 5 € im Phasenschwein, wenn der Adrian eins hat, dann packe ich das nächste Mal rein, die 5 €. Aber der Ball ist rund. Und deswegen, ich möchte es rund machen, ich möchte so viel wie möglich Fußballer verbinden, ne? Das für einen guten Zweck, weil wir können was bewegen. Und da nehme ich auch sehr gerne jeden Fan mit, weil ohne diese Fans können wir nicht alles bewegen. Weil, ne, ich sag mal, jeder Fan, wenn da jeder, ich habe gesagt, wenn da jeder Fan nur 2 € reinpacken würde aus einem Fußballstadion, dann könnt ihr mal überlegen, wenn ihr das mal machen würdet, nur ein Wochenende von jedem Spiel 2 €, wie viel wir generieren würden, was wir da bewegen können. Ja, und ne? das ist eine Und Menge das, Holz. genau, und wir möchten natürlich auch gucken, dass zum Beispiel Vereine, die zum Beispiel auch sich vielleicht keine Trikots leisten können, wo wir zum Beispiel ein Trikot auch spenden. Ne? Das machen, haben wir jetzt schon 2, 3 Mal gemacht. Oder mit Fußballsachen, also Bälle und was man so braucht dazu, weil nicht jeder Verein kann sich sowas leisten. Traurig, Ne? ja. Genau, und natürlich auch, dann gibt es noch genug misshandelte Kinder, gemobbte Kinder. Auch da werdet ihr bei uns, genauso wie in der Wochenschau, werdet ihr noch was mitbekommen. Also da werde ich auch noch den Carsten Stahl mit ins Boot nehmen. Da, ich sag mal, nur Da so, kriegt man Gänsehaut, wenn Carsten Stahl redet und darüber redet. Also ich möchte gerne einen bewegten Tag hinkriegen, und zwar bundesweit. Und diesen bewegten Tag kriege ich nur hin mit Carsten Stahl und mit ganz vielen anderen. Ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, Carsten Stahl, wenn er hier wirklich erscheint, also es ist eigentlich, also die Zusage von ihm habe ich sogar persönlich. Tobi hat jetzt alles geregelt, aber das ist Gänsehaut. Also ich bin schon gespannt. Man muss aufpassen, auch bei ihm dann so zwischenzukommen, auch auf jeden Fall. Weil Carsten, wenn Carsten einmal anfängt, dann geht's los. Aber ich bin sehr gespannt auf seine Meinung auch im Fußball, wie er das so sieht, weil er ja auch nicht aus dem Fußball eigentlich kommt. War ganz interessant, mal jemanden auch als Experten von außen zu haben, der viel mit der Politik und Co. auch unterwegs ist.
Aber du hast ja auch gesagt, es kommen doch vielleicht Gäste, von denen ich gar nicht weiß, im Vorfeld. Genau. Also ich bin gerade dabei, dass noch einige Gäste noch hier reinkommen in diese Wochenshow. Und deswegen, also es wird nicht immer sein, dass wir vielleicht auf dem Mittwoch sein Ja, wird. Heute ist ist ja auch auch nicht immer Freitag. Mittwoch. Ist auch nicht immer Mittwoch. Genau, ist ja auch nicht immer Mittwoch. Genau, sagtest du mir. Und wo ich einfach sage, diese Gäste, da bin ich gerade dabei. Und wer kommt, kommt, habe ich zum Adrian gesagt. Und das kriegen wir dann kurzfristig hin. Und Das sehen ich wir. hoffe auch noch den Schirm herzukriegen, Amos Pieper, für dieses Benefitspiel für Wechsellage für Kids. Ja. Und ja. Cool. Ich bin gespannt. Ich bin bereit. So ein Spiel in Waltrop wäre klasse, schrieb Elgander. Ja, vielleicht ist es ja dann mal ein Elk Waltrop. Wo war ich stehen geblieben? Ihr könnt natürlich auch Chat. Vielleicht hat der eine oder andere noch nicht mitbekommen. Neuer Content ist auch da. Neuer Content auf TikTok habe ich vor ein paar Tagen angefangen. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Da stelle ich jeden Verein vor, also ich versuche jeden Verein vorzustellen, das ist ja gar nicht machbar, aber viele Vereine und ja auch ein bisschen den Fußball mal zu zeigen, anderen Perspektiven eventuell. Hätte ich nie gedacht, so viele Kommentare, also ich könnte jetzt schon 3, 4 Jahre darüber reden, aber oder mehr schon sogar, glaube ich. Aber ja, was macht der Fußball für dich so besonders eigentlich? Für mich Ja. Fußball verbindet. Fußball ist für mich, und das habe ich oft gesagt, auch wegen Rassismus, hat es bei uns nie gegeben. Ich habe mit, ob mit Darren Buckley zum Beispiel, mit denen werden wir auch mal machen, Darren Buckley, werden wir online gehen. Darren Buckley habe ich über 20 Jahre jetzt Kontakt. Darren Buckley lebt in Südafrika. Und so, und ich sage ganz einfach, im Fußballverein, so in Dortmund oder sowas, das gab es nie, Rassismus. Ne? Also, und ich sag mal, der Rassismus, ich sag mal, der darf eigentlich nicht unter uns sein. Wir sind alles Menschen. Wir haben alle rotes Blut in den Adern. Und ja, wir sind alle gleich. Und wir dürfen einfach gucken, dass wir miteinander hier große Projekte starten, große Sachen zusammenbekommen. Das heißt, dass wir was für ein Klima machen, dass wir was für Kinder machen. Kinder ist mir ganz wichtig, weil ich sage einfach, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt schon 22, 18, Dein Ton ist 40, wie gerade, auch. Moment, dein Ton ist gerade schlecht. Jetzt wieder. Ja, der Ton war gerade schlecht, weil hier gerade auf der Straße jemand vorbeigefahren ist. Ach so, Ein genau. Trecker. Ach Ja. so. Also Kinder ist mir sehr wichtig, aus dem einfachen Grunde, weil jedes Kind, was vergewaltigt wird, gemobbt wird und, müsst ihr euch vorstellen, das könntet ihr sein. Was würdet ihr machen? Wenn ihr wisst, wie viele Kinder sich umbringen, wie viele Kinder sich ritzen, also auf die Beine ritzen, Ja. Kinder sich nicht raustrauen, draußen zu spielen, weil sie fertig gemacht werden. Hey, guck mal, was du für eine Hose anhast und was weiß ich nicht. Da dürft ihr gucken und da dürft ihr, alle, die jetzt hier gerade zugucken oder auch andere, hey, setzt euch ein. Sowas darf nicht passieren. Ja, Weil so. Bitte? ich hab's auch selbst erlebt an eigener Haut, aber das werde ich wahrscheinlich so mal in Okay. der Einführung machen, wenn Carsten stark kommt, habe ich mir gedacht. Da ein bisschen drüber Ja. reden. Das passt, glaube ich, ganz cool, mal darüber zu reden, öffentlich. Ich sag euch eins. Ich bewerte keinen Menschen. Und ich sag mal, weil die Bewertung eines Menschen kann man gar nicht vornehmen. Weil ihr kennt ihn manchmal nur 5 Minuten oder 10 Minuten. Wie kann ich da einen Mensch bewerten, der vielleicht schon 40 Jahre Sachen erlebt hat? Oder ja, ob von hoch, runter, ich kann keinen Menschen bewerten. Und ob ein Mensch dick ist oder ein Mensch, ja, so ist, wie auch immer, das ist mir persönlich egal. Er ist Mensch. Ich habe zum Beispiel auch ein Thema, das sage ich euch jetzt auch. Ich habe einen sehr guten Freund, das ist auch ist, Politiker auch, der sitzt im Rollstuhl. Und es gibt auch noch ganz viele, die Probleme haben, mit behinderten Menschen umzugehen. Ne? Oder ich sag mal, die zum Beispiel stottern oder wie auch immer. Und eins kann ich sagen: Jede Sekunde kann euch das passieren. Man braucht nur einen Schlaganfall bekommen Klar. und sitzt im Rollstuhl. Ihr könnt euch nicht bewegen. Ihr seid angewiesen, dass euch jemand den Arsch abputzen muss und, und. Deswegen geht achtsam miteinander um, achtsam und respektiert andere, weil ihr wisst nicht, was für Geschichten der andere erlebt hat. Und das ist einfach
sage ich einfach immer, respektvoll miteinander umgehen. Und das dürfen wir wieder erlernen. Hm. Ja, da hast du recht. Das waren, glaube ich, echt schöne Richtung Ende-Wörter. Ich sehe auch nicht mehr so viele Fragen im Chat. Ich habe auch keine mehr, ehrlich gesagt. Wie gesagt, okay. Das Wetter macht es, glaube ich, auch. Ist das so langsam? Ja, ja, glaub, das Wetter ist weniger natürlich Leute. Viele gehen raus. Viele grillen vielleicht jetzt bei diesem herrlichen Wetter. Ist ja heute wirklich krass. Und morgen soll es ja noch krasser werden, glaube ich. Mega. Aber ja, komme ich zur letzten Frage, die ich jedem stelle. Ich weiß nicht, du hast ja schon mal reingeguckt. Vielleicht hast du auch das Ende schon mal geguckt. Frage ich erstmal, hast du schon mal das Ende gesehen? Okay, dann wirst du jetzt auch, kommst du auch jetzt in den Käfig rein mit der Frage, die jedem manchmal schwerfällt auch. Ein Moment, wo du im Fußball halt speziell, du musst mich angucken, dass du es auch siehst. Ja. Das ist ein Moment, wo du die Hände vom Kopf hast, ach du Scheiße, weil alle drüber lachen, du lachst immer noch nicht drüber. Ein lustiger Moment, eine lustige Story, die du so vielleicht noch nie erzählt hast. Lustige Story, eine lustige Story. Das kann ich dir sagen. Wo ich ein Meter vorm Tor stand und den Ball noch rüber geschossen habe. Das war natürlich ganz schrecklich. Das war, wie ich ja schon gesagt habe. Bitte? Was für ein Spiel? Wichtiges Spiel? Das war mit Borussia Dortmund. Nee, war kein wichtiges Spiel. Aber trotzdem, wenn du von einem Meter übers Tor schießt. Starke Leistung. Starke Leistung, genau. Ja. Dafür habe ich aber auch schon andere geile Tore geschossen. Ja. Aber gut, ne, auch solche Dinger, wo du dann sagst, boah, den Tag sollte man ganz schnell streichen, ne, und sagen, okay, ich gehe heute mal schnell ins Bett. Yes. Bevor du die letzten Worte hast, war der Gast der Wochenschau am Mittwoch, heute am Freitag, hat die letzten Worte. Oh, ich habe heute das erste Mal nicht gesagt, dass wir Freitag haben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, habe ich am Anfang gesagt? Ich sage aber, wir haben Freitag, Wochenschau Mittwoch am Freitag. Jetzt habe ich wenigstens am Schluss gesagt. Das sind diese Standarddinger, die ich immer sage. Komme ich zur Verabschiedung von mir. Ich bedanke mich wirklich bei dir. Hat Spaß gemacht. Ich bin so aufgeregt und freue mich sehr auf die spannende Zeit. Ja, und? Denk daran, schaut mal Becks und Nagel for Kids kannst du gleich alles machen. Okay. Also komm, deine letzten Worte, also der Gast kriegt immer die letzten Worte. Bedanke mich bei dir. Ich freue mich mega auf den 23.07. Die jetzt das Video bei YouTube oder bei Spotify reinhören, halt 23.07. vormerken, ab 15 Uhr circa auch hier Twitch schon mal reingucken, irgendwie zwischen 15 und 16 Uhr, wenn es dann offiziell losgeht, wenn ich erstmal durchs Publikum und Co. laufe, dann geht es richtig los. Freut euch, es wird mega, eine gute Sache, setzt euch für Sachen ein, egal für was, in welchen Bereichen, auch aber Sport ist natürlich Fußball, wichtige Projekte gibt es da, nicht nur Becks für Nagel, gibt es natürlich, gibt so viele Sachen, wo ihr euch engagieren könnt in euren Vereinen, auch wie Tobi eben sagte, das vergessen ja auch viele, dass halt man redet manchmal von guten Zwecken und das sind dann Personen, aber es sind auch Vereine und Co., die wirklich auch mal einfach die Mithilfe brauchen bei Aktionen. Und deshalb danke, dass du da warst. Ich bin gespannt auf die Gäste, die ich noch gar nicht weiß. Ich bin sehr gespannt. Freue mich mega und let's go. Und ja. Schönen Abend noch. Also, seid gespannt am 22.06. mit Carsten Schall, ob es klappen wird. Also da bin ich ja dann auch wieder dabei. Yes. Ich kann nur sagen, ich freue mich riesig, dass ihr jetzt alle dabei wart, trotz dem schönen Wetter. Also ich sitze auch draußen, habt ihr sicherlich mitbekommen. Schaut unter Facebook ab und zu rein, macht Werbung dafür, verlinkt Fußballer, verlinkt auch andere dazu. Und wenn ihr sagt, wisst ihr was, ich möchte einfach mal 2-3 Euro spenden, dann macht das ganz einfach über diesen QR-Code oder über diesen Link, den der auch der Adrian euch nochmal reinstellen wird. Ja, und das kann ich euch nur an Herzen legen. 2-3 Euro im Monat tun keinen weh.